September we met. I can tell by your smile. Hi, willkommen zurück im Blockhaus. Wieder mit dabei, Luna. Wer meine letzten Videos verfolgt hat, hat gesehen, dass diese direkt aus einem Auto gekommen sind. Ich habe nämlich mit meinem Bruder am eCannonball 2018 teilgenommen und mit 29 rein elektrischen Fahrzeugen die Strecke Hamburg nach München bewältigt. Wir sind übrigens Sieger der zweiten Leistungsklasse geworden und es war ein Mega-Event. In diesem Video möchte ich mich auch bei meinen neu dazugewonnenen Abonnenten bedanken. Leider muss ich euch mitteilen, dass die nächsten Videos nicht viel mit Elektromobilität zu tun haben werden, da ich selbst noch kein Elektrofahrzeug besitze, aber die Anschaffung steht an. Vielleicht mache ich davon ja ein paar Videos. Deswegen haltet den Abo-Daumen gedrückt, aber die Glocke, die könnt ihr deaktivieren, weil ich glaube, von meinen anderen Videos werdet ihr vielleicht nicht so begeistert sein oder gerade deswegen. Und nun komme ich nämlich auch schon zum Thema von diesem Video. Ich habe zum eCannonball als Strategie einen Kuchen an alle Fahrerlager verteilt. In der Hoffnung, sie machen eine lange Pause und wir kommen deswegen besser durch. Hat nicht ganz gepasst, aber der Kuchen war trotzdem lecker. Und wie versprochen, kommt hier jetzt das Backvideo dazu. Viel Spaß damit und viel Spaß auch beim Nachbacken. Bis später! Wie versprochen, nehme ich euch mit und backe mit euch gemeinsam den leckersten Topfkuchen, den ich kenne. Das Rezept habe ich von meiner Mutter. Bestimmt steht es auch in irgendeinem alten Kochbuch. Aber ich erzähle euch die Zutaten und was ihr alles dafür benötigt. Zum einen braucht ihr 5 Eier. 3 Tassen Zucker. 2 Tassen Pflanzenöl. Ich nehme das günstige Rapsöl. 4 Tassen Mehl vom Typ 405. 1 Päckchen Backpulver. 1 Tasse Wasser. 1 Tasse, mit dem ihr alle Zutaten abmesst. Dies ist jetzt ein Backbecher, der ungefähr 250 Milliliter fasst. Ein Handrührgerät mit Rührstäben. Ihr könnt auch eine Küchenmaschine nehmen, je nachdem, was ihr für einfacher habt. Ein Küchenschaber oder Geizhals. Eine große Rührschüssel. Ein Sieb, um das Mehl durchsieben zu können. Das Ganze wird bei 150 Grad Umluft gebacken, ohne dass der Backofen vorgeheizt wurde. Jetzt fügen wir alles zu einem Teig zusammen.
Alexa, stelle den Timer auf 60 Minuten. Eine Stunde ab jetzt. Na Luna, wie hat dir das Kuchenbacken gefallen? So gut, aber abbekommen hast du davon ja nichts. Hunde dürfen keinen Kuchen, aber wir umso mehr. Er war mega lecker, wie immer. Meine Mutter backt sogar Frankfurter Kranz davon, einfach weil er etwas saftiger ist in seiner Gesamtkonsistenz. Aber aufpassen, nicht zu viel davon, weil die Zutaten, ihr habt's gesehen, Kalorien zählen wir nicht. Es ist ja bald Weihnachten. Backt es einfach mal nach, versucht euch dran. Es ist wirklich einfach und auch recht kostengünstig. Und mal schauen,
was wir beim nächsten Video machen, Luna. Nicht wahr? Aber erstmal machen wir Pause. Tschüss!